Mein Programm besteht ja meistens einfach aus, aus ganz vielen Elementen. Und, ja, nee, ich bin kein Pudel. Das ist total langweilig. Ich kann aus diesen Ballons Lieblingstiere basteln. Und ich. Nee. Eine Stange! Ich kann 400 verschiedene Lieblingstiere basteln. 400 verschiedene! Ich möchte auch Pony. Was? Ein Pony. Ja, komm mal mit. Das hast du jetzt vor. Ja, pass auf, wir machen das so. Bleib kurz sitzen. Ja. Nee, Füße runter. Ja, das machst du einfach. Wenn du jetzt einfach die Knie durchdrückst, dann kommt dein Körper nach oben. Und das ist der Moment, nee, warte, das ist der Moment, wo die Leute hier total ausrasten. Zu früh. Okay, probier mal aus, bitte. Das klappt nicht. Wow. Wie war dein Name? Da hast du dir gut gemerkt, Sarah. Zum Beispiel, ich bin auf meine rechte Seite. Sarah, folgendes, meine sehr verstörten Damen und Herren. Ich, wie gesagt, ich habe zu Hause dieses Buch mit 400 verschiedenen Lieblingstieren. Ja? Wir machen jetzt folgendes. Ich mache Luft in den Ballon, dann mache ich einen Knoten da rein und dann sagst du laut und deutlich für ganz Itzehoe hier dein Lieblingstier. Okay? Vorher noch mal deine Lieblingsfarbe. Guck nochmal genau hin. Super! So, pass auf. Boah, ihr wisst, dass die Ballons total schwer aufzupusten sind. Ne? Ja, aber wenn man es mit dem Mund nicht kann, macht man mit dem Ohr geht so. Wir waren nur weg, wenn ich schon Luft bin. So, auf meiner rechten Seite steht Sarah, ihre Lieblingsfarbe ist rot. Zum Glück. Und ihr Lieblingstier ist ein. Wie gesagt, ich habe zwar dieses Buch mit 400 verschiedenen Lieblingstieren, da war kein Pony bei. Sarah, hast du noch ein zweites Lieblingstier? Pferd. Heißt du auch Sarah oder was? Nein. So, Leute, dieses Buch, Sarah, habe ich mir letztes Jahr im November gekauft, habe jetzt fast ein Jahr Zeit gehabt, dieses Buch durchzuarbeiten. Ja? Ich habe als erstes das Buch von hinten nach, so Quatsch, von hinten nach vorne durchgearbeitet. Und dann habe ich gedacht, Mensch, machst du das Ganze auch nochmal von vorne nach hinten? Bin hinten angekommen und habe gedacht, Mensch, was für ein scheiß Buchhändler. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, der hat mich echt angeschissen. Weißt du warum, Sarah? Nee, kann ich dir sagen. Weil alle 400 Lieblingstiere aussehen wie Mäuse. Sarah, würdest du auch eine Maus nehmen? Ich muss jetzt ja sagen. Ja. Oh, cool. Also, Sarah, weil es nicht dein erstes Lieblingstier ist, auch nicht dein zweites, kriegst du eine ganz besondere Maus. So. Eine mit Airbag. Meine Damen und Herren, das ist Sarah. Ihre Maus. Sarah, das ist deine Maus. So, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Steffen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön.